Hallo, ich bin's wieder, euer Carsten, und ich begrüße euch zum zweiten Teil des Spanien-Vlogs. Tja, eigentlich wollte ich euch ja zeigen, was wir alles mitnehmen, was ich in meinem Koffer habe. Aber das Problem ist, ich bin wieder viel zu spät dran, wie fast jedes Mal vor den Touren. Nur das größte Problem bei dieser Tour ist eigentlich nicht, dass ich ein bisschen zu spät dran bin, sondern das größte Problem ist, dass der Flieger nicht auf mich wartet. Normalerweise fahren wir ja mit dem Auto zu unseren Gewässern, nur dieses Mal haben wir uns ja entschieden, ja aus quasi Bequemheit zu fliegen, ist ja auch möglich beim Spinnfischen. Ich muss insofern ja weniger mitnehmen. Aber da ich nicht so oft Spinnfischen gehe, weiß ich noch gar nicht so genau, wie ich das Ganze handle, beziehungsweise was ich in den Koffer überhaupt reinkriege. Ich will auf jeden Fall ein Stativ mitnehmen, für die ganze Sache auch ordentlich zu filmen. Ich nehme eine GoPro mit, ich nehme genügend Blinker mit, ein paar Kleinteile, das haben wir ja soweit alles, gehe ich gleich auch noch ins Lager holen. Genauso wie die Spinnrute, die wollte ich euch ja auch näher vorstellen. Auch wenn sie noch nicht ganz fertig ist, wie gesagt, so ein paar Feinheiten sind wir ja noch dran am Verändern. Die kommt jetzt, ja, das Endmuster, ich denke mal, das Endmuster müsste es sein. Das kommt am Dienstag, da bin ich aber leider schon in Spanien. Heute ist ja Freitag. Hab gestern nochmal mit Jörg gesprochen, der hat auch gemeint, also der Blank, der passt jetzt auf jeden Fall. Insofern könnt ihr schon mal sicher sein, das, was ihr dann später bei den anderen Vlogs von den Drills sehen werdet, beziehungsweise was ihr von der Route sehen werdet, das ist schon ja quasi das, was es auch später dann zu kaufen gibt, beziehungsweise die Aktion der Route, der Blank, sind ja nur wirklich kleine Änderungen. Also, ich kann euch jetzt leider aus Zeitgründen nicht wirklich zeigen, was wir packen werden, aber ich finde es auch nicht so schlimm. Ich denke, ich melde mich dann wieder, wenn ich in Spanien bin. Was ich aber jetzt nochmal machen kann, so viel Zeit muss einfach sein, ich zeige euch mal hier, was ich mir gestern noch auf dem letzten Drücker zugelegt habe. Und zwar, normalerweise habe ich ja ganz gute Kontakte zur Pure Fishing, die die Pens vertreiben. Allerdings war der Carsten wieder zu spät an, um sich eine neue Rolle zu bestellen. Insofern bin ich gestern noch in den Angelladen gegangen und habe mal hier eine Spinnfischer. Größe, was ist es, die 6500 geholt. Ist etwas schwereres Modell. Also 624 Gramm, mag der eine oder andere jetzt sagen, zum Spinnfischen, da sollte es nicht über 600 Gramm hinausgehen oder nicht über 550 Gramm. Aber eigentlich liegt die Route dann schon gut in der Hand, wenn man eine größere Rolle hat. Und man hat vor allen Dingen mehr Schnurfassung, denn ich würde auch gerade beim Spinnfischen in Spanien nicht zu weit nach unten gehen mit dem Schnurdurchmesser. Ich habe hier eine 43er Power Pro. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, ja, warum keine Raptor? Ihr vertreibt ja auch Raptor. Ganz einfach, da muss ich ehrlich sein, diese dünneren Durchmesser, die jetzt auf den Markt kommen, die haben mir leider nicht so gefallen. Ein bisschen rau, dadurch, dass die Schnur nicht so gut verstreckt ist, in dünneren Durchmessern auch zu wenig Tragkraft. Wie gesagt, ab dem größeren Durchmesser, den wir haben, 0,55 mm, da geht das mit der Tragkraft. Aber die dünneren Stärken, die sind mal ein bisschen zu heikel. Insofern greife ich einfach auf bewährte Schnüre hier zurück. Ein 43er ist ein guter Kompromiss aus Wurfweite und ausreichend Abriebsfestigkeit, weil es geht ja auch öfter mal im Flachwasser über Steine und so weiter. Ist übrigens schweineheiß hier im Auto. Also ich habe hier noch so ein paar Systeme rumfliegen. Und zwar, ja, die kann man wahrscheinlich so nicht mehr verkaufen mit der Verpackung. Die hatte ich noch oben im Büro. Muss ich also auf jeden Fall rausnehmen. Ich bin auch schon hier mächtig am Schwitzen. Also mache ich das Video hier nicht allzu lange. Muss, wie gesagt, später auch noch ein bisschen im Büro was erledigen. Will noch unbedingt den Bericht schreiben. Den Bericht von meiner Laichzeitbombe. Da habe ich ja noch gar nicht verraten, wie groß das Ding ist. Und wenn ihr das Video jetzt wahrscheinlich seht, da wisst ihr es auch noch nicht. Der Bericht ist dann wahrscheinlich schon online, oder ich gehe fest davon aus, dass er online ist, wenn ich das heute noch schaffe. Aber ich habe die Größe nicht verraten und dann mache ich mir ein spezielles Video. Also das mache ich noch ein bisschen spannend. Aber wie gesagt, nicht nur eine Rolle war ich gestern noch auf dem letzten Drücker kaufen, sondern auch eine Warthose und coole Wartschuhe. Und zwar ist das was Atmungsaktives. Wir haben ja gerade die Sommerzeit. Da könnte man eigentlich auch ja mit der kurzen Hose ins Wasser, aber da man ja auch ständig im Auto huckt, um sich neue Plätze anzusehen, funktioniert das eigentlich ohne Wadehose nicht allzu gut, beziehungsweise ich will ja nicht das ganze Auto versauen oder nass machen. Und wenn schlechtes Wetter ist, ist man, glaube ich, mal ganz froh, wenn man eine Wadehose dabei hat. Hab da auch ordentlich Geld dafür hingelegt, 300 Euro die Kombi, Hose und Schuhe. Sollte aber was Ordentliches sein. Mir soll es ja auch eine Woche lang gut gehen, wenn ich da wirklich jeden Tag am Werfen bin, noch ständig im Wasser rummache, um die guten Plätze zu erreichen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht nur kurz was zur Rolle. Früher habe ich immer die Battle gefischt. Warum jetzt die neue Spinnfischer? Ich finde die 10.500er oder die 8.500er, die ich mittlerweile zum Ansitzen nehme, wirklich so gut von der Bremse und von der Schnurverlegung. Ich bin einfach mal gespannt, was jetzt diese kleinere Größe beim Spinnfischen kann.
Und wenn die auch gut ist, dann sage ich das euch, ne? Dann stelle ich die auf jeden Fall mal ein bisschen näher vor. Und da habt ihr definitiv eine Rolle, die man für recht kleines Geld bekommen kann. Ich denke mal so im Preisbereich, was habe ich bezahlt? Ich glaube 110 Euro. Man kriegt sie eventuell noch billiger, wenn man nicht gerade angewiesen ist, auf den letzten Drücker das Ding irgendwo in der Nähe zu kaufen. Und ich bin mal gespannt, was sie kann, zusammen mit der Blinker-Jörg-Rute. Und wie gesagt, die stelle ich euch dann in Spanien vor, wie auch das andere Gerät. So, ich mache jetzt Schluss, sonst komme ich heute gar nicht mehr in die Pötte. Wie gesagt, der Flieger wartet nicht auf mich. Morgen früh, samstags, geht's los. Ich muss um 4 Uhr mich auf den Weg machen zum Flughafen, beziehungsweise zu meinem Kollegen, der in der Nähe des Flughafens wohnt. Und dann geht's nach Spanien. Und wir sehen uns wieder, wenn ich im südlichen Gefilden bin. Also, bis später. Hallo, ich melde mich aus Spanien. Wir sind endlich angekommen. Mittlerweile sind wir schon vom Flughafen weg und wurden vom Shuttlebus, den er hier jetzt im Hintergrund sieht, ja, an die Station hier gefahren, wo wir auf unser Mietauto warten müssen. Der Mietwagen war relativ günstig. Es war nur so ein kleiner Peugeot, zum Spinnfischen reicht es. Kostet, glaube ich, 60 Euro die Woche. Leider aber, das hat uns der Fahrer des Shuttlebusses hier erzählt, müssen wir jetzt ungefähr 2 Stunden warten. Das heißt, wir müssen genauso lange auf das Mietauto warten, wie wir geflogen sind. Ja, das gibt schon mal dicke Minuspunkte. Was wollte ich noch erzählen? Der Morgen war ziemlich chaotisch. Leider habe ich vergessen, den Wecker zu stellen. Wollte eigentlich um 3:30 aufstehen, duschen gemütlich, dann zu Matthias fahren und ab an den Flughafen. Ja, ich bin wach geworden, es war schon Tag hell. Da war es schon kurz vor 6. Ich habe echt vergessen, den Wecker zu stellen. Bin dann, ja, beziehungsweise wollte dann ruckzuck mit meinem Auto direkt an den Flughafen fahren. Habe Matthias angerufen, habe gesagt, wir treffen uns auf dem Flughafen. Aber leider ist anscheinend die Batterie von meinem Auto platt. Also musste ich mal jemanden suchen, der mich auf die Schnelle nach Frankfurt fährt. Habe dann jemanden aus dem Bett geklingelt und letztendlich hat aber alles doch noch ganz gut gepasst. Der Flug, was soll ich sagen, ich bin noch nie so entspannt zum Angeln gefahren. Normalerweise dauert das ja 13, 14 Stunden. Das sind 1400 Kilometer von mir aus bis nach Spanien. Alleine die Maut kostet pro Weg knapp 100 Euro. Und so haben wir jetzt für einen Lufthansa-Flug hin und zurück 112 Euro bezahlt, ne? Also da kann man gar nicht meckern. Gutes Übergepäck, die Bazooka hier hinten, ne? Wo ist dann hier? Die hat nochmal ein bisschen mehr gekostet, 75 Euro pro Flug, nehme ich aber auch gerne in Kauf. Allerdings das hier, das gibt wirklich Minuspunkte. Also das einzige Negative ist wirklich die Warterei hier auf dem Mietwagen. Aber was will man machen? Mal gucken, ob wir heute noch ins Hotel fahren oder direkt zum Olli ins Urlaub nach Maßkamp. Da ist nämlich Paella-Abend. Die Savala-Jungs haben mich da eingeladen, die haben da ihr EPO-Event. Ja, und ich wollte mich auch noch mit einem Kameramann treffen, mit dem so ein paar Dinge besprechen. Der ist zufällig auch gerade hier in Spanien Urlaub. Also heute geht es noch nicht ans Wasser, aber wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Also bis später. So, jetzt haben wir endlich unser Auto bekommen. Und was ist es? Ein krachneuer Fiesta. Naja, nicht allzu groß, aber ich denke mal, unser Zeug werden wir knapp reinbekommen. Da bin ich mal gespannt, wie geländegängig das Teil ist. Genial. Genial. Das läuft hier. Ja, wir sind im Camp von Urlaub nach Mars angekommen, haben noch ein bisschen mit Olli gequatscht, Lizenzen geholt und jetzt geht's ab Paella essen. Savala Abend, lass uns ein bisschen gut gehen. Ich würde sagen, heute passiert nicht mehr viel, zumindest nicht anglerisch. Wir melden uns morgen wieder. Guten Morgen, 5:30 sind wir aufgestanden, um einfach die Sachen zu richten. Sind hier noch im Camp von Olli, in so einer schönen Wohnung. Hier seht ihr ja, sieht aus, als hätte die Bombe eingeschlagen. Ich habe auch, ist leider ein Koffer schon komplett ausgeräumt. Habe schon die neue Rolle bespult. Aber hier einfach mal, um einen kurzen Überblick zu geben, wie wir den Koffer gepackt hatten. Hier hatte ich eigentlich fast nur Angelzeug drin. Ja, ein paar Klamotten, ein paar Unterhosen, Stativ und auch meinen Rucksack, den ich zum Spinnenfischen dabei habe. Habe ich vom letzten Drücker gekauft. Ist, denke ich, ein bisschen angenehmer wie eine Tasche, wenn man mal klettern muss oder so. Ja, und ansonsten Handgepäck,
da waren dann die Klamotten drin. Und natürlich hatten wir auch noch, wo ist es denn, das Rudentransportrohr dabei mit einem einzelnen Ruten. Hier seht ihr schon das Stück, das gute Stück. Könnt ihr mal einen kurzen Blick drauf werfen. Die Blinkerjörg Catspin 270, die guten Blinker. Aber das ist schon alles im Prinzip auch hier im Koffer. Ach, im Koffer sage ich, im Rucksack. Sorry, es ist noch früh morgens. Und natürlich zwei Routennehmer mit. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, was passiert. Ja, so sieht's aus. Und jetzt zuerst mal los. Ich bin heiß, wir müssen werfen.